Hallo und willkommen zum neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal machen wir es extrem schnell, damit wir keine Zeit verschwenden, wenn wir es uns öfter anschauen müssen, und zwar jedes Mal, wenn wir einen Charakter exportieren. Also, als allererstes solltet ihr feststellen, dass wir hier ein 130er Keyframe-Maximum eingestellt haben. Das bedeutet, von eurer längsten Animation setzt ihr das hier ungefähr auf das Ende, nicht davor. Ich habe schon Fälle gehabt, da hat das Probleme gemacht. Macht's einfach. Nachdem ihr die Idle ausgewählt habt, da das eure Post-Position sein sollte, geht ihr hier einfach auf den ersten Frame, so ungefähr. Dann geht ihr auf Modeling, dann im Object-Mode. Ihr markiert euer Mesh, dann euer Rig. Nur die beiden Dinge, nichts anderes markieren. Dann File, Export, FBX. Nachdem ihr euch einen Namen überlegt habt und diese FBX in euren Ordner setzen möchtet, könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr es gleich in euren Unity Asset Folder exportiert. Im Grunde spielt das keine Rolle. Ihr müsst es aber dann nicht nochmal suchen, wenn ihr zu Unity wechselt. Hier ausschließlich Selected Objects, Active Collection nicht anhaken. Hier wollen wir bloß Armature und Mesh. Den ganzen Rest bringt Unity bereits mit, den wollen wir nicht aus Blender exportieren. Das Scale ist in Ordnung. Wenn ihr mehrmals Probleme hattet, könnt ihr den Apply Scalings auf FBX Unit Scale ändern. Ich habe mit All Local und bei 1 keine Probleme gehabt, wenn ich vorher mit STRG A den Scale auf 1 gesetzt habe. Danach die -Z-Achse auf die Z-Achse setzen. Y up ist völlig in Ordnung, so macht Unity das Ganze. Das ist bei uns anders, wir verwenden die Z-Achse. Links- und Rechtshandkoordinatensysteme unterscheiden sich. Wir haben ein Rechtshandkoordinatensystem in Blender und in Unity ein Linkshandkoordinatensystem. Deswegen müssen wir diese Achsen anpassen. Wenn euer Charakter also auf der Seite liegt oder auf dem Gesicht, dann liegt es höchstwahrscheinlich an diesen Einstellungen. Apply Unit und Apply Transform, beides anhaken. Geometry brauchen wir nichts verändern beim Armature. Add Leaf Bones deaktivieren wir. Wir brauchen keinen überflüssigen Ballast. Only Deform Bones anhaken. Es interessieren uns ausschließlich Bones, die auch unser Mesh bearbeiten. Dann bei Bake Animation können wir die NLA Strips und die Force Start End Keys rausnehmen. Hier wird er zusätzliche Keyframes vor und nach einem Action Strip einfügen. Ist für uns nicht nötig. Wir haben gut aufgepasst. Die NLA Strips haben wir nicht mal verwendet. Brauchen wir ebenfalls nicht. Bei der Simplify Rate kann es von Vorteil sein, wenn wir hier auf 0,1 gehen. Das bedeutet, dass er einfach feiner schaut, wie unsere Frames aneinander gekettet sind. Das bedeutet, dass wir hier weniger Fehlerquellen haben. Solltet ihr irgendwelche Probleme mit euren Animationen haben, stellt es zurück auf 1 und schaut, ob es einen Unterschied macht. Danach Export FBX und ihr seid fertig.